Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Pokémon Go mit mir, Fred. Und was wir jetzt gerade sehen ist, wie ich gestern noch als Beifahrer unterwegs war und noch den ein oder anderen Pokéstop mitgenommen habe. In der Stadt, in der ich ja immer unterwegs bin, da lohnt es sich auf jeden Fall. Wir sehen, es gibt so ultra viele Pokéstops einfach in dieser Stadt. Es ist unglaublich. Ja, ich bin als Beifahrer ein bisschen unterwegs. Hab den einen oder anderen mitgenommen. Später wollen wir noch in meinem... Ich halte das mal so ein bisschen hoch. Auf meinem Tablet noch mal eben schauen, in meinem Pokédex, was sich da allzu getan hat. Ich bin erst ein bisschen rumgelaufen, dann wurde ich noch ein bisschen gefahren. Das ist jetzt das, was wir gerade sehen. Als ich rumgelaufen bin, habe ich das nicht aufgenommen. Und was dann so war, quasi... Oh, wir haben ein Ei bekommen. Ich konnte erst die ganzen Pokémon gar nicht so schnell mitnehmen, weil ich mich auch noch auf die Pokéstops konzentrieren musste. Aber ich habe ein paar 5-Kilometer-Eier, die ausgebrütet wurden, und ich hatte echt Glück. Ich hatte, glaube ich, 4 oder 5 5-Kilometer-Eier und hatte 3 neue Pokémon. Also richtig cool. Dann habe ich sogar abends noch ein Pokémon gefunden, das gucken wir uns auch noch an. Also richtig cool, und ich habe aktuell so ultra viele Pokémon, die ich noch weiterentwickeln kann. Das bedeutet, aktuell bin ich Level 22, so ungefähr. Ja, wir können gleich mal gucken. Ich müsste jetzt so, ja genau, ein Sechstel von Level 22 sein. Bedeutet, wenn ich die ganzen Pokémon weiterentwickle, müsste ich fast schon Level 23, 24 sein. Also richtig, ja, müssten wir hinbekommen. Und dann bekommst du auch immer neue Sachen. Wenn du einen neuen Level aufsteigst, bekommst du auch immer noch ein paar Sachen dabei. Also Bälle, Tränke, Eier vielleicht sogar auch. Also, oh, wir haben sogar noch ein Ei bekommen. Ich muss mal gerade gucken. Ich gucke gerade mal hier bei mir in meinen Account rein, wie viele Eier ich denn aktuell noch habe. Ja, einige, ein paar 5-Kilometer-Eier und 2 10-Kilometer-Eier, das ist natürlich auch cool. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommen wird. Hoffentlich was Gutes, was ich noch nicht habe. Du willst ja immer neues, entweder willst du ein neues Pokémon haben oder halt ein richtig starkes Pokémon. Aber mal gucken. Mal gucken. Und jetzt ist hier noch das Brilaner Wappen an der Däckere Straße, das wir noch mitgenommen haben. Ich bin, glaube ich, sogar 2-mal die Route gefahren. Es lohnt sich einfach. Und deswegen hat mich nochmal fahren lassen, natürlich. Während, man darf ja nicht selber fahren und dann gleichzeitig Pokémon spielen. Das sollte man doch unterlassen, das ist nicht so gut. Wir sehen das nämlich jetzt hier. Ah, genau. Da sind wir nämlich nochmal in dem Kreisverkehr. Ich hatte erst überlegt, nochmal einmal in dem Kreisverkehr rumzufahren und den Pokéstop nochmal mitzunehmen, der im Kreisverkehr ist, aber das war mir dann auch zu blöd. Deswegen habe ich das dann doch ein bisschen, habe ich das dann sein gelassen, den rechts jetzt noch mitzunehmen. Deswegen sind wir jetzt noch nach links gefahren, haben den noch mitgenommen. Diese ganze Stadt ist auch ungefähr eine, das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber diese ganze Stadt ist ungefähr eine große Einbahnstraße. Einfach nur. Das ist unglaublich. Und da ist noch ein Taubsi, das habe ich jetzt aber auch irgendwann nicht mehr mitgenommen. Ich habe so viele Taubsis, Hornlius, Raupis, Radfratz. Also, wollen wir mal gucken, was wir damit noch so hinkriegen, dass wir vielleicht noch, ja, wirklich mal 1 oder 2 Level hochgehen direkt. Direkt mal von 22 auf 24 oder so, das, mal gucken. Maximale Level 40, glaube ich, na aktuell schon, also... Viel zu tun, und bin heute noch mit Matthias unterwegs, noch eine Runde Pokémon jagen, und ich konnte sie gar nicht alle mitnehmen, die Pokémon. Das ging gar nicht so schnell. Da sehen wir es sind so viele Pokémon einfach, und also so viele Pokéstops einfach unterwegs, oder beziehungsweise so viele Pokéstops in diesem Ort, das ist unglaublich. In dieser einen Straße alleine schon, glaube ich, 7 Stück, in einer Straße auf 300 Meter oder so, das ist schon echt cool. Und vor allem, wenn du einmal weißt, wie du laufen musst, du kriegst sie alle so schnell mitgenommen. Es ist super. Das ist natürlich bei mir zu Hause nicht. Da muss ich 3 Kilometer laufen für, glaube ich, 4 Stops oder so. Das ist natürlich viel weiter. Aber hier ist das ein bisschen besser. Und jetzt habe ich sogar noch... Wo bin ich denn da hergelaufen? Ah, genau, jetzt bin ich abgebogen. Sind wir abgebogen, weil ich da ja... Irgendwann muss ich ja natürlich nach Hause. Aber den noch mitgenommen. Was ist das denn? Und Leute, da sehe ich schon wieder die nächsten Pokémon, die aus dem Boden kommen. Das Evoli, na gut, das konnte ich natürlich nicht. Habe ich nicht mitgenommen? Nein, Fred, nimm das Evoli mit. Ah, okay, ich dachte schon, das Evoli, das muss ich natürlich mitnehmen. Das kann ich nicht weglassen. Und jetzt während der Fahrt als Beifahrer, erstmal eine Himbeere, mal gucken. Und, na, schön daneben geschmissen, aber im zweiten Versuch klappt es und hoffentlich bleibt es auch drin. Und da gucken wir gleich noch mein neues Pokémon, was ich gestern Abend noch gefangen habe. Einfach mit ein bisschen Rauch. Das funktioniert auch. Ich hatte einfach nur so ein bisschen Rauch. Ich saß auf der Couch und hab mir gedacht, fängst du vielleicht noch eins oder so. Hat sogar geklappt. Wir werden es jetzt gleich mal sehen. Evoli mit wie viel? 302. Naja. Und da war's. Welches ist es? Das Rihorn. Ein wildes Rihorn. Jawohl, sauber. Ich hab mich gefreut. Ich freue mich immer, wenn ich ein neues finde, was ich vorher noch nicht hatte. Ich habe, glaube ich, jetzt aktuell 86. Wir gucken aber gleich mal drauf. Na, so ein schlechter Wurf. Ohne Witz.
Aber es hat geklappt. Also wenn er drin bleibt, hoffentlich bleibt das Rihorn auch drin. Eins, zwei. Ja. Es ist nochmal rausgegangen. Und wenn das passiert, dann denke ich mir immer, komm, dann gib's ihm noch eine Himbeere. Und dann habe ich mal doch einen Superball genommen, weil ich sicher gehen wollte, dass das Viech auch tatsächlich drin bleibt. Und jetzt gucken wir mal. Eins, zwei, drei. Und es blieb drin. Und jetzt würde ich sagen, ich mache jetzt mal einen kleinen Cut. Gucke mal eben auf mein Tablet direkt drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir in der Tablet-Ansicht von mir. Und wir gucken jetzt mal direkt drauf auf die Pokémon. 242, ich habe zwei Erweiterungen geholt. Jetzt sind wir bei 300 Lagerplatz, die ich habe. Erstmal auf die Eier. Ein paar, ein 2-Kilometer Ei. Drei 5-Kilometer Eier, zwei 10-Kilometer Eier. Aber die Pokémon, die interessieren mich jetzt natürlich. Und jetzt sortiere ich sie mal nach dem Funddatum. Okay, habe ich den Sound überhaupt an? Kommt mir so komisch vor. Warte mal. Doch, Sound ist eigentlich an. Moment. Na, ist an. Okay. Wenn er nicht an ist, dann bin ich böse. Aber, oh, da haben wir noch Hornliu. Ein Live Hornliu. Habe ich ja auch erst ungefähr 80.000 Stück von. Mit 55, mit ganzen... Ah, jetzt ist der Sound doch an. Mit ganzen 55 WP. Okay, das konnte ich jetzt nicht. Wenn ich es doch einmal hier hab... Nein! Sie verarschen, Viech. Bleib drin im Ball. Nicht abhauen, Hornliu. Nicht abhauen. Bleib drin. Ja, sauber. Sauber, okay. Jetzt gucken wir nämlich mal nach. Na, noch eins? Oh Mann, ich will eigentlich gar keine... Ich will euch eigentlich meine Pokémon zeigen. Und nicht noch hier die ganze Zeit die Ratfratz, Taubsis, Hornlius, Raupis jagen. Aber okay, ich nehme sie mit. Klar. Ich nehme sie alle mit. Boah, vor allem, ich habe so viele Pokébälle gestern gefunden. Das ist natürlich auch hier auf dem Dorf. Hast du immer einen Engpass an Bällen. Aber da ist natürlich mal ein bisschen mehr. Okay. Jetzt gucken wir mal nach. 244 jetzt. Funddatum. Das Rihorn. Ich hatte einen Europ. Das ist alles noch so, kann man sagen, ist noch okay. Viele Taubsis natürlich. Traumato, Taubsi. Ein 675er Pipi. Auch cool. Richtig geil. Und dann. Was hatte ich in den Eiern drin? Das Pipi hatte ich in dem Ei drin. Das Sandan hatte ich in dem Ei drin. Also auch ein neues Pokémon. Das Porygon hatte ich in dem Ei drin. Richtig cool. Und noch das Tragosso hatte ich auch noch in einem Ei drin. Und als allerletztes noch das Smogmog hatte ich auch noch in einem Ei drin. Alles gestern. Sehen wir auch an Datum 29. Das ist ja, das war gestern. Alter Schwede, ich habe mich so gefreut. Also Smogmog, Tragosso, Porygon und Sandan und Pipi. Also die Eier gestern haben sich echt ultra gelohnt. Und wenn man jetzt mal guckt, sortiert nach den Wettkampfpunkten, es ist, müsste, ja, so langsam läuft's. 1300 natürlich, mein Aquana ist natürlich das Beste, gefolgt von Enteron und Dugong. Aber, ja, wir werden mal sehen, was da noch so geht. Also, ich bin ganz optimistisch, dass wir noch ein paar hinkriegen. Ja gut, klar, Tauboss habe ich einiges, werden natürlich noch einige Taubosse dabei kommen. Und vor allem, er hier, Mashok, Alter, der hat schon 1024 und ich kann ihn nochmal ich brauche 100 Bonbons, aber dann kann ich ihn nochmal upgraden. Also, wir werden morgen oder übermorgen, wenn wir so viele Upgrades machen. Also ich bin schon gespannt und sage natürlich wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. 17 Uhr gibt's Clash of Clans, da gibt's auch sehr, 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 sehr gute Neuigkeiten. Also bleibt mal dran. Bis später, macht's gut. Ciao.